Und damit sage ich ein herzliches Willkommen hier bei mir, The Rux, der Nachteule mit Let's Play Dead Space. Beim letzten Mal haben wir reingeläuert, heute gehen wir hinein. Also, auf wie. Können wir so ein Vieh mal aus der Nähe betrachten. Ein Schema für eine Energiekanone. Credits. Kiste. Credits, Stasepack. Hier können wir den Micha aktivieren. Ja, wir haben noch so eine Ausgeburt. Und Energieknoten. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Das ging aber schnell. Was machen Sie? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Diese Mistviecher. Eieieiei. Jetzt sag nicht, ich muss da wieder hinlaufen. Ich hoffe nicht. Ich denke mal nicht. Planet Cracker Starship Ishimura. PCSI. Ne? Gibt es noch was? Wir dürfen wieder laufen. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kendra, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Oi. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Ja. Und wie ihr hört, weint mein Kleiner. Natürlich total passend jetzt. Aber meine Freundin bewegt sich schon. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Beeilen soll ich mich. Oh, der Typ schon wieder. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los.
Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Psst. Hören Sie es? Es kommt. Beten Sie. Ich will nicht beten, ich will hier raus. Fuck this ship. Genau. Ich will nicht. Muss ich wirklich? Na los. Ich höre noch mehr. Bin ich hier sicher, Mami? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klar, den kann ich nicht erschießen. Okay.
Gott. Creepy as fuck. Sind wir hier schon wieder. So lag die beim letzten Mal aber nicht. Nun gut. Das Büro und eine Speicherstation. Benutze sie, danke. So, annehmen. Und ja. So, ich habe den Countdown vergessen, deswegen spielen wir einfach jetzt nochmal so 5 Minuten, würde ich sagen. Und sollte schon passen von der Zeit. Alter Vater. Audio-Log von Dr. Mercer. Boah, was hat er hier getrieben? Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kein würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen, nur dass Amelia Kein schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld, deine Zeit kommt. Sehr bald. Alles klar. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja, klar. Oh, ohne Sauerstoff kein Feuer. Scheiße. Okay, also die Kleinen, die bleiben auch alle vor der Tür stehen.
Platz. Ach, und die... Komm schon. Gab's denn nicht irgendwo was? Oh ja, genau hier gab's Sauerstoff. Ach, jetzt kommst du durch. Fick die Henne. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Gut. Die brauchen die Mischung, ich brauche eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn es heißt Let's Play Dead Space. Ciao.